Hi und herzlich willkommen zu Yoga mit Amber. Ich bin Amber und heute werden wir uns nur auf unsere Gelenke konzentrieren. Auf unsere Handgelenke, auf unsere Fußgelenke, ein bisschen auf unsere Schultern, denn sie arbeiten viel für uns und es ist Zeit, ihnen was zurückzugeben. Ich hoffe, ihr habt Spaß und los geht's. I don't mean to sound self-absorbed. If I feel good and I know so, then how am I below other things? Right, left is that way and I'm sideways. So straight up, I feel like a bird who flies without any wings. So, kommen in endlich bequem Sitz. Wie immer, schneller Sitz oder auf dem Kissen oder auf dem Stuhl. Eventuell brauchst du für diesen Flow einen Gurt oder einen Schlips. Oder wenn ein kleiner Bruder Judo macht, sein Judo-Gürtel. Weirdly specific, aber wer weiß. Einfach nur, falls du es noch nicht schaffst, deine Zehen mit deinen Händen zu berühren oder darauf keinen Bock hast. Nur als kleine Vorwarnung. Was zum Beispiel auch geht, ist, falls du einen Bademantel hast, der Gurt vom Bademantel. Oder falls du einen Yoga-Gurt hast, nimm deinen Yoga-Gurt. Sehr schön. Also, komm. Komme zum Sitzen, richte deine Wirbelsäule auf und wir rollen einmal die Schultern weg von den Ohren. Nimm deine Hände nach oben, mach Fäuste und wir fangen an mit ein paar easy peasy Kreise mit den Handgelenken. Heute geht es nur um unsere Gelenke. All about the joints. Denn unsere Handgelenke und unsere Fußgelenke machen jeden Tag sehr viel für uns. Und wir können ruhig ab und zu mal etwas zurückgeben. Teilweise Kreise in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und Handgelenk, Liebe für die Handgelenke ist besonders gut, wenn du viel am Computer arbeitest oder wenn du Handstand übst oder wenn du, ehrlich gesagt, viel nach unten schauen und Hund chillst oder in der Tischposition. Eigentlich ehrlich gesagt immer, wenn du Yoga machst, aber eben auch, wenn du viel am Computer arbeitest, viel in der Tastatur machst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in vielen Handwerksberufen die Handgelenke auch sehr beansprucht werden. Sehr schön, wenn du dich gut fühlst, könntest du auch hier mal ein paar Freestyle-Momente, eventuell, wie wir es auch oft machen, mit der einen Hand den Unterarm stabilisieren und dann richtig schön kreisen. Ja. Und dann nochmal in die andere Richtung. Und wenn du dich gut fühlst, dann strecke jetzt mal deine Hände gerade vor dich und spreiz richtig schön deine Hände und versuch ganz viel Kraft und Power in deine Hände zu geben und schau mal deine wunderschönen Finger und deine Hände an. Very nice. Und jetzt atme ein, zieh die Finger etwas weiter zu dir Richtung Stirn und jetzt atme aus. Fingerspitzen zeigen Richtung Boden. Und jetzt auch hier nochmal zieh, richtig schön zu dir ran. Und jetzt wieder einatmen, Fingerspitzen Richtung Decke. Stell dir vor, dass dein Mittelfinger möchte Richtung Stirn. Und jetzt atme aus. Finger kommen Richtung Boden. Jetzt ein paar Mal in deinem eigenen Atem, in deinem eigenen Tempo. Und es ist nur eine ganz subtile Bewegung, aber da steckt Power dahinter. Und noch zweimal. Hast deine Arme schön gestreckt. Zieh deine Schultern Richtung hin. Und entspann deine Augenbrauen. Sehr schön. Verschränke jetzt deine Hände und dreh deine Handflächen nach außen. Und schiebe auch hier jetzt nochmal richtig schön deine Hände weg von deinem Körper. Und jetzt kannst du auch mal richtig aktiv deine Schultern nach vorne ziehen und dann ausatmen, nur die Schultern nach hinten rollen. Sehr schön, nochmal atme ein, richtig schön raus und jetzt aktiv die Schultern, die Schulterblätter zueinander, die Schultern zurück. Sehr schön. Dreh die Hände wieder zurück, lass aber deine Finger verschränkt. Wir fangen hier an, ein paar Boogie Woogie Waves zu machen. Die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Ich meine, du kannst Yoga machen und dabei deine Dance-Moves. Okay, ich hoffe, ihr wisst schon. Nochmal in die andere Richtung. Und wer mag, kann hier auch mal die Hände zu so einer Faust machen.
und in die eine Richtung kreisen und dann in die andere Richtung kreisen. Sehr, sehr schön. Kurz ausschütteln. Und jetzt nimm deine Fingerspitzen zu deinen Schultern und kreise hier ein paar Mal mit deinen Ellbogen richtig schön deine Schultern. Nimm deine Ellbogen nach vorne, nach oben und nach hinten. Und wenn du nach hinten kommst, spür richtig, wie deine Schulterblätter zueinander rollen. Und jetzt hier ein paar Mal. Oh. Sammelt sich nämlich auch sehr viel Stress und Anspannung in unseren Schultern. Das heißt, hier ab und zu ein bisschen Liebe hinzugeben. Schadet niemandem. Und wenn du dich gut fühlst, kannst du die Richtung wechseln. Noch einmal. Und komme so über vorne in den Vierfußstand. Und jetzt erkläre ich euch mal, wie das hier alles so funktioniert. Du nimmst deine Knie unter deine Hüfte und deine Hände unter deinen Schultern, wie immer. Spreizt deine Hände ganz weit, also wirklich Power in die Hände. Die Finger sind ganz weit gespreizt. Blick geht Richtung deiner Hände. Und jetzt versuch wirklich mal ganz energetisch, ganz viel Kraft in jeden deiner 10 Fingerspitzen zu geben. Und auch hier wieder, es ist eine ganz, ganz subtile Bewegung, aber es macht einiges aus und es ist anstrengender, als man denkt. Und wir reden oft über den Space zwischen deinen Daumen und deinen Fingerspitzen, in deinem Zeigefinger und dieser Part. Und jetzt spreizt deine Hände, gib ganz viel Power in deine 10 Fingerspitzen und in den Space zwischen deinen Daumen und deinem Zeigefinger. Das ist nämlich quasi die Basis für sehr, sehr viele Yoga-Posen. Für den Tisch, für den Hund, eben für Handstand, für die Krähe. Und du kannst auch hier ein paar Mal Power in deine Fingerspitzen geben, so sehr, dass sie weiß werden und dann wieder locker lassen und es ein paar Mal machen. Und das stärkt deine Handgelenke und gibt dir einfach dieses Bewusstsein für deine Basis. Und jetzt kommt der ultimative Trick. Stell dir vor, du würdest mit deiner rechten Hand ein Gurkenglas aufmachen wollen. Das heißt, du drehst, auch hier wieder energetisch, deine Hände nach außen. Das heißt, du möchtest das Gurkenglas nach rechts aufmachen. Und das ist auch hier wieder eine ganz kleine Bewegung. Und dasselbe machst du mit der linken Hand. Du möchtest die linke Hand nach links aufdrehen. Und ich hoffe, ihr merkt den Unterschied. Könnt ihr hier nochmal kurz locker lassen. Und jetzt Power an deine 10 Fingerspitzen. Space zwischen deinen Daumen und deinen Zeigefinger. Und jetzt die Gurkengläser aufmachen nach rechts und links. That's the magic. It's the magic trick. Und erinnere dich an alles, was wir eben gemacht haben. Und komme von hier aus langsam in den nach unten schauenden Hund. Aber die Hände bleiben so stark und so powerful, wie wir sie eben vorbereitet haben. Also stell deine Zehen auf, atme ein und atme aus, schieb deine Hüfte Richtung Decke, Steißbein Richtung Decke und komm in einen schönen nach unten schauenden Hund. Und jetzt hier wieder, power in alle deine 10 Fingerspitzen, Space zwischen Daumen und Zeigefinger und die Gurkengläser. Laufe hier ein paar Mal auf der Stelle. Fangen langsam an, unsere Füße aufzuwecken. Unsere Fußgelenke. Und fange hier an, langsam mit deinen Füßen Richtung deiner Hände zu laufen. Aber lass dir Zeit und versuch wirklich ganz feinfühlig über deine Fußsohlen abzurollen und Energie in deine Fußgelenke zu geben. Und wenn du bei deinen Händen angekommen bist, dann kannst du deine Knie beugen und hier für einen Moment in einer kleinen Vorbeuge rumbaumeln. Jetzt nimm deine Hände, dreh sie nach außen, sodass deine Handflächen Richtung Boden zeigen und schiebe deine Hände unter deine Füße.
Das heißt, deine Zehen kitzeln jetzt so ein bisschen deine Handgelenkbeuge. Und dasselbe machst du auch mit dem anderen Fuß. Und jetzt kannst du von hier aus so ein bisschen nach vorne und nach hinten wiegen. Die Dehnung spüren deine Handgelenken. Und wie gesagt, lass deine Knie gebeugt. Oder arbeite dran, langsam deine Beine Schritt für Schritt zu strecken. Atme tief. Und jetzt flip the pancake, wie Adrian sagen würde. Dreh deine Handflächen, dass deine Handflächen jetzt zu deinen Fußsohlen zeigen und deine Handrücken Richtung Boden. Und schieb sie wieder unter deine Füße. Und hier kannst du auch wieder nach vorne und nach hinten wippen. Deine Fingerspitzen zeigen Richtung deiner Fersen. Und dieser Stretch ist auch der Hammer, Hammer, Hammer für alle, die viel an der Tastatur schreiben, Computer sind. Very nice. Wenn du dich gut fühlst, komm langsam wieder zurück. Stell deine Hände wieder auf den Boden. Denk wieder dran. Power an die Fingerspitzen und die Gurkengläser und lauf mit deinen Füßen zurück in den nach unten schallenden Hund. Atme tief. Und jetzt fange an, ein paar sanfte Kreise mit deinen Fußgelenken zu machen. Mit dem rechten Fuß in die eine Richtung und dann in die andere. Mobilisiere deine Fußgelenke. Du kannst auch hier über deine Zehen rollen, eventuell ausknoxen, wenn du von dieser Sorte bist. Dann die andere Richtung. Und diese Übung machen wir oft, wenn wir in den Hund kommen. Und ich finde, sie ist der Hammer einfach immer zwischendrin, wenn du mal wieder am Hund chillst. Ein paar Sekunden nehmen und deine Fußgelenke ausrollen. Makes all the difference. Und jetzt, während du hier die ganze Zeit deine Fußgelenke gerollt hast, check kurz rein. Hast du deine Hände vergessen? Also, und wenn ja, bring wieder zurück Awareness in deine Fingerspitzen, Space zwischen Daumen und Zeigefinger. Und die Gurkengläser. Ich bin hier heute so ein bisschen genau, weil das ist eine Sache, die deine Handgelenke auf Dauer schützen wird. Das heißt, es ist eine prophylaktische Maßnahme, dass ich euch heute so sehr daran erinnere. So, und wenn du dich gut fühlst, komm langsam mit den Knien Richtung Boden. Lass deine Zehen aufgestellt und lass dein Po Richtung deiner Fersen sitzen und setz dich so für einen Moment auf deine aufgestellten Zehen. Wenn du magst, kannst du auch hier für einen Moment deine Handgelenke ausschütteln. Sie müssen heute ganz schön arbeiten. Und gleichzeitig haben wir hier einen wunderschönen Stretch für die Füße. Hallo Sonne. Yoga für die Füße Moment. Auch eine Sache, die ich ganz gerne mache. Ab und zu mich auf meine Zehen setzen, denn seien wir mal ehrlich, wie oft dehnen wir unsere Zehen? Schön. Komm jetzt langsam wieder nach vorne, kreuz deine Fußgelenke und komm so zum Sitzen. Und streck hier deine Zehen, deine Füße vor dir auf, mach deine Beine lang. Stell deine Hände hinter dir auf und hier, wie du magst, du kannst entweder, dass deine Finger nach außen zeigen oder eventuell, dass deine Finger auch Richtung deines Körpers zeigst, aber ehrlich gesagt, wie es für dich gerade angenehmer ist. Und jetzt kreise ich hier deine Fußgelenke nochmal schön in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und zieh sie richtig schön ran zu dir, zu deinem Körper, nach außen und weg von dir. Und wenn du sie
weg von dir streckst, dann kannst du richtig schöne Ballerina-Füße machen. Und immer schön die Richtung wechseln. Und wenn du magst, kannst du auch hier mal den einen Fuß in die eine Richtung. Warte mal. Einen Fuß in die eine Richtung und den anderen Fuß in die andere Richtung. Oh mein Gott, das geht gar nicht klar. Hä? Warte mal. Also den in die Richtung. Okay, ein kleiner Yoga fürs Gehirnmoment. Überhaupt keinen Plan. Falls du das eben hingekriegt hast, dann touché. Ja, kreise einfach hier weiter. Fröhlich deine Fußgelenke, mobilisiere. Okay. Ist es nicht schön, dass Yoga dir deine Grenzen zeigt? Und wenn du dich gut fühlst, komm langsam zum Sitzen. Und jetzt hier ist der Moment, wo du eventuell auf dein Gurt zurückgreifen möchtest. Das heißt, nehme dein Gurt oder dein was auch immer, leg es um deine Füße rum. Und dann kannst du jetzt hier mal so ein bisschen deine Füße strecken nach vorne und nach hinten. Und du wirst hoffentlich einen schönen, angenehmen Stretch und Release in deinen Handgelenken spüren. Und der Gurt ist sozusagen als Verlängerung zu deinen Armen dazu da. Das heißt, falls du schon deine Zehen berühren kannst mit deinen Händen, dann brauchst du ihn eventuell nicht. Streck deinen Rücken lang, mach dasselbe hier. Greif deine großen Zehen mit deinen Peace-Fingern. Und kannst auch hier Füße strecken nach vorne und sie dir ranziehen. Sehr gut. Kommen wir langsam wieder zurück. Und wir treffen uns zurück in unserer Sitzposition, zum Beispiel im Schneidersitz, oder kommen wieder zurück auf dein Kissen. Nimm jetzt hier nochmal deinen einen Fuß in die eine Hand und kreise hier ein paar Mal nochmal das Fußgelenk. Falls du Lust hast auf eine kleine Fußmassage, das ist der Moment. Fußgelenkmassage. Komischerweise fühle ich mich immer wie eine Ballerina, wenn ich das mache. So als ob ich gerade 3 Stunden durchgetanzt hätte und jetzt mich entspannen kann. Und das ist aber ehrlich gesagt sowieso eine Sache, die du machen kannst, wenn du Netflix guckst oder YouTube-Videos guckst oder einfach nur chillst, mit Freunden ein Teechen trinkst. Wieso nicht? Achso, wechsel deinen Fuß, falls du es noch nicht gemacht hast. Und du kannst auch hier in die eine Richtung und hier in die andere Richtung. Eventuell mal die Füße schön durchkneten, wieder frisches Blut in die Füße bringen. Und komme langsam wieder zurück zum Sitzen. Wir haben eine letzte Sache für die Handgelenke, meine lieben Freunde. Das heißt, roll deine Schultern nochmal weg von den Ohren, streck deine Hände vor dich. Und jetzt, und ich möchte Power in jedem Move spüren, mach deine Hände zu Fäusten, aber wirklich ganz fest, als ob du irgendetwas crushen möchtest. Und dann spreiz deine Hände wie nichts Gutes, so weit wie es nur geht. Und jetzt wieder mach zu einer Faust und jetzt wieder weit. Und jetzt erhöhen wir das Tempo. Faust und weit und Faust und weit und Faust und weit und Faust und weit. Und du wirklich so, als ob du irgendwas von dir wegwerfen würdest, als ob du irgendwas Klebriges an deinen Fingern hättest und du möchtest es wegwerden. Und werd ein bisschen schneller. Und wirklich ganz zu einer Faust machen, wenn du zu einer Faust machst und ganz weit, wenn du weit machst. Und okay, es geht los. Oh. Aber hör nicht auf, mach weiter. Mach. Nicht langsamer werden, nicht Kraft verlieren. Oh mein Gott, das ist einer dieser Übungen, die sieht aus,
Als würde überhaupt nichts passieren, während du es machst, aber es passiert eine Menge. Und ich hoffe, du spürst das auch und ich hoffe, ich bin hier gerade nicht alleine. Und wirklich zu Fäusten machen und bleib dabei. Zu Fäusten und weiten, zu Fäusten und weiten, zu Fäusten und weiten. Und ganz viel Power und ganz viel Power und noch ein paar Mal. I know, I know, I know. Und oh, schüttel alles aus. Sehr, sehr gute Arbeit. Was war das? Lass alles los. Auch eine Sache, die man ab und zu in seiner normalen Yoga-Praxis einbauen kann. Das bringt Power in die Handgelenke, ich schwör's. Sehr, sehr schön. Lass deine Handrücken auf deine Knie fallen, die Handflächen zeigen nach oben. Richte dich nochmal aus deiner Wirbelsäule auf. Entspann deine Augenbrauen und zieh deine Mundwinkel leicht nach oben. Alles ist gut. Vielen Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, diese kleine Gelenke-Einheit hat dir gefallen und was gebracht. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald wieder. Namaste.